Herr Pfarrer Schwab von der Stadtpfarrkirche in Dornbirn, aktuellen Medienberichten zufolge soll sich auf Ihrem Kirchturm ein Hakenkreuz befinden. Was sagen Sie dazu? Ich habe mit Erschrecken diese Meldung gelesen. Ich bin selber, also heute Vormittag, gleich einmal ins Stadtarchiv gegangen und habe das genannte Kreuz oder erwähnte Kreuz selber mit eigenen Augen gesehen. Es liegt im Stadtarchiv, ist also nicht mehr auf dem Turm oben, wo es einmal vermutlich versteckt und heimlich angebracht wurde. Wann wurde das Hakenkreuz entfernt? Entfernt wurde es kann nicht anders sein, im Zuge der Neueindeckung des Kirchturmes. Das war im Jahr 1990. Ich war damals das erste Jahr in St. Martin als Pfarrer. Und damals ist es umgedeckt worden. Und bei dieser Gelegenheit, ich habe es im Nachhinein dann mitbekommen, hat ein Spengler oder ein Dachdecker entdeckt, dass ganz oben am Balken, also völlig versteckt war es, dieses kleine Hakenkreuz angebracht wurde. Nur zur Information, in den Medienveröffentlichungen schaut es riesig aus. Es hat die Größenordnung von 7 x 7 cm. Also es war eher unauffällig, aber nochmals, das ändert nichts an der Sache. Es wurde, wie es entdeckt wurde, dann fotografiert und heruntergenommen. Und wir von unserer Seite haben diese Unterlagen mit weiteren Unterlagen, die in der Turmkugel drin waren, im Jahr 2001 an das Stadtarchiv weitergegeben. Nun, wenn das Hakenkreuz nicht mehr auf dem Kirchturm ist, wie erklären Sie sich, dass in den Medien steht, es sei auf dem Kirchturm? Das ist für mich nicht ganz klar. Ich muss von mir selber sagen, ich habe mich nicht mehr ganz genau erinnern können. Hat man es heruntergenommen, hat man es nicht heruntergenommen. Aber Faktum ist jetzt, nachdem es ja sichtbar aufliegt im Stadtarchiv, dass es nicht mehr oben ist. Wäre es vielleicht möglich, dass es ein zweites Hakenkreuz gibt, das auf dem Kirchturm sich nach wie vor befindet? Ich habe nie etwas davon gehört. Und etwas anderes kann ich wirklich nicht bestätigen oder nicht bestätigen. Also ich wüsste nicht, warum ein zweites oben sein könnte. Keine Ahnung. Glauben Sie, dass die Kirche durch diese Berichterstattung einen Schaden davon zieht? Ja, auf jeden Fall in der momentanen Situation wirkt es sich sicher nicht gut aus, wenn solche, in dem Fall wirklich sachlich unrichtige Dinge, also in den Raum gestellt werden, dass das dem Ansehen schaden könnte. Und ob so etwas einfach durch die Rücknahme bereinigt ist, schwer zu sagen. Also gut ist es sicher nicht.